Neue Folge von Corekeeper. Hallo Fabian. Dennis. Ah, Mann. Es geht so weiter, wie es aufgehört hat, letzte Folge, mit Armaden. Ich bin tatsächlich jetzt gerade nicht bedrängt von Maden. Ich sehe hier unten zwar jede Menge. Ich habe das Gefühl, ich bin echt tief im Madengebiet. Aber hier sind auch so, hier ist irgendwie der Boden so übersät mit irgendwelchen Sachen. Ich buddel die jetzt mal aus. Das war jetzt aber nichts. Okay, das sieht so aus wie irgendwie Knochen oder sowas, aber es ist tatsächlich nur irgendwie so Madenmatsch, glaube ich. Oh, ich habe aber einen Riesenpilz entdeckt. Der ist größer als ein Feld gefühlt. So ein Ist er riesiger. freundlich? Das ist einfach nur ein Pilz. Okay. Und es ist ein Giant Mushroom. Ist ein neues Okay. Item, steht hier. Can be cooked. Das werde ich doch dann gleich mal machen, wenn ich wieder zurück in der Basis bin. Wir haben ja in der Basis letztes Mal unseren Händler einziehen sehen. Da können wir ja dann auch gleich, wenn ich dann mal zurückkomme irgendwann, können wir euch das ja mal zeigen, was der so macht und wie der jetzt da wohnt bei uns. Aber ich habe jetzt hier schon wieder jede Menge Kisten gefunden. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel will nicht, dass ich jemals zurückkehre. Aber gleich ist meine Pickaxe kaputt. Also wird das spätestens dann wahrscheinlich der richtige Weg für mich sein. Du hast das alles ja super gut ausgeleuchtet. Ich bin jetzt schon auf dem Weg zu dir. Ja, du kannst ja dann hier gerne weitermachen, wenn ich zurückkehre. Bin da völlig offen für Unterstützung. Aber hier sind wirklich viele Kisten. Ich habe jetzt schon 33 Zinn dabei. Ich habe aber auch schon 8 Kupfer noch gefunden und jede Menge so anderes Zeug wie diesen Riesen-Mushroom. Und was habe ich hier noch? Ein Heartberry-Necklace. Achso, warte mal, das kann ich ja anlegen. Ah. Das habe ich, das war gar keine Heartberry, die ich vorhin gefunden habe in dem Loch beim Buddeln, sondern das ist ein Necklace. Und weißt du, was es bringt? Na? Nein, nein. 0,7 Health every second. Oh, das ist für dich als Nahkämpfer natürlich sehr Das ist gut. hervorragend. Weil ich eigentlich immer nur so halbvolle Lebensenergie habe, weil ich ständig irgendwie in der Nähe von Gegnern bin. Und jetzt kann ich immer heilen, während ich gerade mal nicht kämpfe. Das ist super. Schon wieder eine Boah, diese Riesenhöhle entdeckt. pulsierenden Wände sind aber auch eklig. Ja, die machen nicht unbedingt ein gutes Gefühl. Bist du da runter? Nee, du bist hochgegangen, okay. Ich habe halt wirklich versucht, immer übertrieben viele Fackeln überall zu setzen, damit Ja, man das so habe ich gar nicht halbwegs. gemerkt. Und ich fange auch nicht an, die Fackeln jetzt alle einzeln abzubauen und ein bisschen groß auseinander zu machen. Schade. Aber tatsächlich ist es so, dass die großen Maden, die zum Teil auch abreißen, die Fackeln, wenn sie da durchgehen. Also darf man sich nicht foppen lassen davon, dass dann die Fackeln weg sind. Da war man dann vielleicht trotzdem schon. Gerade wenn man sich so durch Madengebiet buddelt. Okay, also jetzt habe ich aber wirklich langsam, glaube ich, genug. Irgendwann muss man auch mal wissen, wann Schluss ist, ne? Du hast ja wirklich eine Schneise geschlagen, Dennis. Ja, also wenn ich mal so auf die Karte gucke, ich bin. Also von unserer Basis bis zur Madenautobahn, zur großen, ist es relativ weit und ich bin nochmal 50% so weit weitergelaufen. Also ich dachte eigentlich, ich guck dann nochmal kurz, was da ist und dann mache ich Oh, kehrt. hier ist ja noch Ja, groß ja, was. ja. Ja, buddel du dich da mal hin. Ich gehe mal hier noch kurz runter und dann Hörst drehe du auch ich. immer dieses Flüstern? Nee. Das bin ich. Wir reden über Was? Discord. Tun wir? Ja. Das ist nicht die Stimme in meinem Kopf? Meine Güte. Diesmal nicht. Diesmal nicht, Fabian. Jetzt hat sich hier ein ganz großer Raum geöffnet. Ist das gut? Nein, das ist nicht gut! Wenn er voller Maden ist, dann nicht. Meistens sind sie das hier in diesem Gebiet. Lavamiet. Aber Larva mit R, ne? Nicht Lava. Wie die das geschmolzene Gestein. Nein, das nicht. Das wäre Es sind schon komisches. die kleinkriechenden Viecher, die mich nerven. Ach, die. Sehr schön. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal hier 50 Zinn, habe ich jetzt ungefähr im Inventar. Damit kann man doch schon mal was anfangen. Oh, hier ist schon wieder der nächste Raum. Wenn ich. Ich will doch mal nach Hause. Scheiße. Das ist doch alles blöd.
Aber das ist, also diese Expeditionen, die dauern dann teilweise wirklich lange, ne? Also ich werde das nächste Mal, werde ich mir zwei oder drei Pickaxes mitnehmen, weil mich das jetzt schon nervt, dass ich jetzt mit der langsamen hier arbeiten muss. Mit der Kupfer. Hier ist ja so viel. Das ist Oh, echt. ich habe eine. Was ist das? Warum ist Was? das ein. Es gibt auch große Kokons, aus denen dann vier Maden schlüpfen. Oh. Ich kannte bisher nur die kleinen tatsächlich. Wo nur eine rauskommt. Da mache ich, glaube ich, den Gang kurz mal wieder mit Erde zu. Bleibt drinnen. Gut, dass das geht, ja. Okay. So. Spannend, spannend. Ich weiß, ich buddel mich hier immer tiefer und es ist, wird dadurch jetzt nicht interessanter für euch. Aber die Hoffnung ist ja immer da, dass wir irgendwas total Cooles entdecken. Zum Beispiel dieses Gold hier, was ich gerade entdeckt habe. Ich habe jetzt auch schon wieder drei Gold im Inventar. Auch das kann nicht komplett verkehrt sein. Oh, hier sind auch wieder Kisten. Und in Ja. Kisten wissen wir, ist immer was Tolles drin. Ja, zumindest potenziell. Es stimmt, das haben wir auch noch gar nicht gesagt. Zwischen den Folgen habe ich in einer Wand einen Steinring gefunden, der Plus auf Mining gibt. Und der ist Teil eines Sets. Oh, Das heißt, es lohnt Sets. sich also. Set-Bonus. Lohnt sich also immer. Wirklich nicht einfach nur sturen Weg zu gehen, sondern ruhig auch mal ein bisschen mehr wegzugraben. Ja, genau. Ich habe auch auf Bildern bei Reddit gesehen, riesige Basen, also wo die Leute wirklich 10-mal so viel Raum um ihren Kern freigebuddelt haben, wie wir das jetzt bisher gemacht haben. Also ich denke mal, wir können da ruhig ein bisschen mit Mut sozusagen auch mal ein bisschen was wegbuddeln da bei uns. Und uns da größere Flächen schaffen für diverse Dinge, also für Schleimanbau oder für sonst was. Nicht, dass wir es jetzt schon groß bräuchten, aber meine nur so für später. So. Hier ist noch ein Widerliches Explosivhansel. Zeug. Ja, die Viecher sind echt. Also Maden. Ich freue mich schon auf das Gebiet mit den Spinnen. Ich weiß nicht, ob es eins gibt, aber in solchen Spielen gibt es immer das Gebiet mit den Spinnen. Au. Das wäre echt ärgerlich, wenn ich jetzt sterben würde. Was wäre es? Was ist das? Eine Explosivmade, Vorsicht. Ah, das ist eine von diesen So, Explosiven, also ich okay. gehe jetzt mal zurück. Mir ist das hier zu madig. Das macht mir das Spiel nur madig. Das finde ich doof. Brauche hier mal noch eine Brücke. So. Oh, die großen Mannen gehen ja wirklich direkt auf die Fackeln, ne? Ja, die mögen die nicht. Ich kann Oh. die Madenwände hier nicht kaputt machen. Mit meiner Axt. Kannst du die kaputt machen? Hast du eine Nein? Zinnaxt? Ja. Okay, Nee, ich kann. das ist doch Du Zinn. hast Zinn, ich habe Kupfer, sie gehen mit beidem nicht Ah! kaputt. Ah. Und da ist ein Stachelfall auf dem Boden. Gut. Alles Ich esse mal klar. ein Burrito. Alles klar, na, das ist doch schön. Okay, aber das habe ich noch nicht entdeckt. Wände, die ich tatsächlich jetzt hier nicht kaputt machen kann. Das liegt halt an diesem schleimigen Gebiet. Also merken wir uns mal, hier ist dieses fleischige Gebiet. Vielleicht ist ja hier noch mehr irgendwas Interessantes. Ja. Das da sind übrigens. Moment, können wir die ausbuddeln? Probier's doch mal. Oh. Jars. Hive Spike Trap. Interesting, interesting. Das werde ich, glaube ich, in unseren Schleimraum machen und mal gucken, ob das Ah. funktioniert, dass der Schleim dann automatisch getötet wird, wenn er spawnt. Das ist ja mal smart, du. Ich grab uns mal noch ein paar aus, hier sind noch mehr. Ich grab uns auch die Schienen gerade noch aus. Sehr gut, ja, die können wir auch gut gebrauchen. Ich muss mal irgendwas wegschmeißen. So, hab zu viel Zeug Hättest du auch was dabei. gesagt, sonst hätte ich es einfach genommen. Na, ist alles gut. Ach, da komme ich jetzt ja nicht hin. Oh. So, ab nach Hause. Jetzt reicht's mir hier. Genug geschleimt und gemadet, ey. Ah. Meine Güte. Ich helfe mal mit. Aber wir haben noch keine. Wir wissen noch. Wissen wir schon, wie wir die Lore herstellen können? Wie wir die herstellen, glaube ich schon. Okay.
Weil ich. Die müssten wir dann auch mal. Oh, Riesenmade. Vorsicht. Oh Gott. Sie sind überall. Sie schneiden mir den Weg ab. I dislike. Da! Ah! Nein! Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Gott, sterben. Sie kommen aus beiden Richtungen? I don't like this. I don't like this. Warum gehen Sie denn auch bitte immer genau auf die Lichtquellen? Ihr habt das doch eh keine Augen mehr. Ja, die sind wahrscheinlich die Hitze. Die sind hitzeempfindlich. Also, naja, die sind halt so programmiert, dass die uns ärgern sollen. Das ist halt ihr fucking Job. Ihr glaubt, das Magengesetz. Gesocks, ja. So, aber jetzt bin ich gleich wieder zu Hause. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Und dann kann ich erstmal ein bisschen leveln. Ich habe nämlich während des ganzen Gebuddels meine Level nicht weiter erhöht. Oh, wo geht's denn jetzt hier weiter? Ah, ich sehe gerade. Ja. Die Maden spawnen wirklich von diesem Madenboden. Mhm. Da ist nämlich gerade eine ganz, ganz große neben mir aufgetaucht. Auch schön. Ja. Ach, da ist der Händler. Schönen guten Tag, der Herr Händler. Ich rede mal mit ihm. Was hat er denn im Angebot? Kupfer hat er im Angebot. Das ist ja schon mal vielleicht ganz praktisch, aber mir wäre natürlich Zinn noch lieber. Aber gut, man kann nicht alles haben. Ich liefere jetzt erstmal meine 52 Zinn ab. Oh, das ist doch hervorragend. Like. Beautiful. Und dann schmelzen wir auch noch meine 12 Kupfer ein und dann wird das hier was. So, jetzt muss ich erstmal, jetzt beginnt der große Spaß, erstmal hier alles irgendwie so ausladen, dass ich irgendwie wieder mein Inventar leer kriege. Gar nicht mal so einfach. So, jetzt reparieren wir erstmal meine Zinn-Pickaxe. Und die Slingshot. Ich habe auch gemerkt, ja. Anscheinend ist jetzt ein Swap-System automatisch eingeführt worden, weil ich hatte eine kaputte Zinn-Axt und er hat automatisch auf meine Kupfer-Axt, die ich noch im Inventar hatte, gewechselt. Das hat er bei mir auch gemacht, stimmt. Hm. Das hat er bei mir auch gemacht, das Schweinchen. Achso, da ist die Cooking Station jetzt hier oben. Dann nehme ich mir mal ein paar von den Burritos. Das ist gut. Tue er dies. Ich pack mal ein paar auch in den Dings. In die Kiste. Und jetzt versuche ich mal den Giant Mushroom zu kochen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich bin schon ganz aufgeregt. Mit was kochst du es denn? Mit einer Hotberry. Hm. Und es ist ein Hearty Mushroom Salad. Ja. Hatten wir den nicht schon? Nein, Hearty Mushroom Salad? Weiß ich nicht. Kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Ehrlich gesagt. Ich guck mal nochmal kurz. Also wir hatten bisher den Mushy Tulip Salad und den Spicy Tulip Salad. Und jetzt haben wir noch den Hearty Mushroom Salad. Ich habe das Gefühl, sie werfen nur wild irgendwelche Adjektive zusammen. Was? Könnte das sein? Vielleicht. Das kann doch gar nicht sein, Dennis. Doch, ich glaube schon. Gut. Dann packen wir mal den ganzen Kram hier. Ich habe ja noch Samen gefunden. Das kommt hier rein. Zack. Dann, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir haben noch Glow Tulips. Wir haben Pilze. Wir haben Hard Dingensies. Du hast jetzt die Chrysalis. Achso, Chrysalis habe ich auch, ja. Fiber sind jetzt hier unten bei den Verbrauchsmaterialien. Mhm. Dann packe ich da meine auch dazu. Fibers. So, jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem Lava-Meat? Kann man das auch? Can be cooked, ja, dann kommt das hier oben mit rein. Lecker, lecker, lecker. Bergwills wäre stolz auf uns. Okay. Dann haben wir noch Schleim, genau. Dann haben wir die Slime-Figurine. Die packe ich jetzt auch mal zu dem Schleim. Oder soll ich die in die Hochkiste packen, da mit den Materialzeugs? Nee, okay. Die hätte ich jetzt auch dahin gepackt. Den gelben Bodenschleim können wir dahin packen. Die Heavy Spike Traps und die Schienen, genau, die kommen in die Kiste hier unten. Die Heavy Spike Traps hätte ich gleich mal benutzt. Ich benutze nur noch
die Schleuder, um Ja, die großen Schleime ein bisschen zu reduzieren. den treffen wir von hier aus nicht. Eigentlich ist es doch total schlau, wenn wir jetzt hier uns eine kleine Brücke ins Wasser bauen, oder? Eigentlich schon. Dann Vor allem, ich ist das reduziere eine. das mal, das ist mir hier zu schleimig. Dann ist das voll die Shooting Gallery hier. Oh. Ist doch ganz geil. I love it. Aber wie viel Schleim braucht man denn, damit die auftauchen? Ich Am glaube, Boden. da reichen schon 2x2. Okay. Weil jetzt hatten wir schon deutlich mehr also seit wir den Raum vergrößert haben, ne? Also hätte ich jetzt gesagt, aber ist keine Ahnung, wie das jetzt genau ist. Wo soll ich denn die Dinger hinmachen? Na, ich hätte die so, dass wir nicht unbedingt draufgehen. Also jetzt hier quasi Nur du ein in die Mitte, Feld oder? von der Tür entfernt. Ja, okay. Mehr habe ich nicht, ich habe nur die zwei. Ich habe auch noch drei. Okay. So, das Kupfer ist fertig. Dann kommt jetzt hier noch das Gold. Ne, das Gold kann man gar nicht da reinpacken, oder? Wo reinpacken? Nee, In in den die Schmelze? Schmelzofen. Ja. Das Nee. geht leider nicht. Das geht leider Da haben wir noch nicht. keinen Weg gefunden, das gut zu verwerten. Ja, nee, da müssen wir noch ein bisschen an uns arbeiten. Beziehungsweise rauskriegen, wie man das jetzt baut. Wir haben ja unsere höchst entwickelten Sachen sind ja die am Crafting Table. Da wäre es doch jetzt ganz cool, mal die Ironwork Bench zu haben, ne? Dass wir wissen, was wir damit machen können. Die Railway Ist das Forge ist nicht? klar, dass wir damit wahrscheinlich hier Railway Systems bauen können. Den Alchemy Table, der wäre auch noch ganz interessant. Den können wir schon Ja. bauen. Wollen wir den mal bauen? Bau den mal. Brauchen ein bisschen Bau, was du Schleim. willst. Ja, na, ich will das ja mit dir absprechen. Ich meine, Ja, also mach das sehr gerne. wir sind ja ein Ich glaube auch, Team. die Iron Workbench ist das nächstbeste, Ja, wenn genau. wir jetzt all unsere Werkzeuge auf Zinn hochgelevelt haben. Also auch das Zinnschwert. Ich baue jetzt Ach erstmal nee, den. Moment. Wir hatten doch, war das nicht hier? Das ist Slimeschwert, genau. Mit Kupferbarren, Zinnbarren und Schleim können wir das Schleimschwert machen. Ich Guck glaube, mal. das wäre schon mal ein gutes Upgrade für dich. So, mein Lieber. Jetzt wird es nämlich interessant. Wir können am Dings-Table, Alchemy-Table, können wir Heiltränke brauen. Wir können Enrage-Tränke brauen, die unseren Melee-Schaden erhöhen. Wir können Stone-Skin-Potions brauen, die wir schon kennen, und Bomben bauen. Also das könnte ganz interessant werden für uns. Können wir eigentlich dem Bärtigen, oh, wir können ihnen auch Sachen verkaufen. Ja, sehr schön. Dann könnte man Das ja mal heißt, gucken, was gibt er uns denn? Also für für Sandboden Schleim gibt zum er, für Beispiel. Sand gibt er uns zum Beispiel gar nichts. Ah, okay. Für Clay Wall gibt er uns auch. Achso, steht ja auch drunter, steht ja Value 0. Holz hat auch eine Value von 0. Moment, wir hatten doch extra noch Kisten, wo stehen der Value? Ach so, und nur wenn ich den Händler habe, aber wir hatten doch hier Valuables. Ammonit, Geode und Twisted Agate. Dann schauen wir doch mal, was uns der gute Mann dafür gibt. Also für ein Skull, den ich aus einer Made rausgezogen habe, gibt es schon 10 Münzen. Für eine Ammonite 29, für eine Twisted-Agave 36 und für eine Geode 33. Lavamid gibt immer noch 3. Und Kupferbarren, von denen wir mittlerweile auch 200 haben, also jetzt nicht super wenig oder so, geben 16. Also das ist auch schon relativ wertvoll. Das Beste für etwas, was wir in Massen haben, Tombstones. Kauft er uns auch für jeweils einen ab. Pff, na gut, so viele haben wir davon aber nicht, dass sich das lohnt, glaube Du willst ja einfach nicht mehr sterben. ich. Ja, es tut mir leid. Ich kann gerne, man kann die auch farmen, ne? Also ich kann auch gerne hier einfach in den Schleimraum gehen oder hier über die Stachelfallen laufen
und dann mein Zeug einfach wieder einsammeln. Na gut, solchen Quatsch machen wir das nächste Mal wieder. Ich würde jetzt beim nächsten Mal tatsächlich mal eine Expedition in die andere Richtung machen und mal gucken, dass wir uns ein bisschen Eisen besorgen, weil ich glaube, wir haben noch nicht genug für die Dings, für die Wir haben von nächsten. allem nicht genug. Wir brauchen 20 Eisenbarren und wir haben 13. Das heißt, wir brauchen noch 7 Eisen, mindestens, weil wir wollen ja noch Sachen damit bauen, um die nächste Workbench herzustellen. Das machen wir dann beim nächsten Mal hoffentlich oder so. Ne? Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Tschüss.